So, für alle Elftklässler geht es darum, Ende Mai die Wahlzettel für die Kurse der Studienstufe und die Wunschzettel für die Kurse der Studienstufe abzugeben und deswegen die Präsentation wegen Corona dieses Jahr nur als Video. Ihr könnt mich in der Woche nach den Maiferien in eure Klasse einladen, wenn ihr weitere Fragen habt. Oder in eine Videosprechstunde, die ich in der Woche nach den Ferien anbieten werde, kommen. Wir gehen durch die Präsentation durch, dein Weg in die Studienstufe, die sozusagen einmal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ich werde erst den Fahrplan der Oberstufe erklären, also wie sind diese Semester bis zum Abitur gestrickt, dann die Prüfungsfächer im Abitur, weil das, du solltest jetzt schon verstehen, wie die Prüfungsfächer am Ende gewählt werden, weil das wichtig jetzt ist für deine Profilwahlen und für die Anforderungsniveaus. Dann gibt es nochmal einen Fächerüberblick und die Belegaufgaben. Und die Diskussion und die Fragen machen wir, wie gesagt, in einer YouTube-Sprechstunde nach den Ferien. Wenn ihr euch jetzt anguckt, wo ihr gerade seid, dann seid ihr in der Vorstufe, und es ist sozusagen das zweite Halbjahr mindestens zur Hälfte rum. Und dann kommt sozusagen also die Vorstufe heißt deswegen Vorstufe, weil ihr hier euch vorbereitet auf die Qualifikationsphase für das Abitur. Qualifikationsphase ist S1 bis S4, also Semester 1 bis Semester 4, weil in diesen 4 Semestern jede Note, die ihr habt, am Ende auch in eurem Abiturzeugnis aufscheint. Und am Ende ist dann eben auch die Abiturprüfung angesetzt. Von dem Schulischen her ist es so, dass ihr in der Vorstufe jetzt Wissen sichert und erweitert. Das heißt, ihr baut das, was ihr für den MSA schon gelernt habt, noch weiter aus und wählt eben jetzt die Kurse für die Studienstufe. Und da ist vor allen Dingen wichtig die Profilwahl und die Niveaus der Kernfächer. Im S1, ungefähr um diese Zeit, wählt ihr spätestens die Präsentationsleistung 1, beziehungsweise ihr legt sie dann ab im zweiten Semester. Spätestens am Ende des zweiten Semesters S2, das wäre jetzt sozusagen, wählt ihr die BLL gemeinsam mit den Prüfungsfächern fürs Abitur. Das bedeutet, die Zwölftklässler wählen jetzt zeitgleich mit euch, aber die müssen dann festlegen, welche Fächer sie im Abitur haben wollen. Im S3 kommt dann nur noch die Präsentationsleistung 2, die gewählt wird, und dann kommt zum Schluss die Abiturprüfung. Geprüft werden im Abitur 4 Fächer. 2 Kernfächer. Die Kernfächer sind Deutsch, Mathematik und eine Fremdsprache, die auf weitergeführtem Niveau belegt werden kann, also mindestens Lernjahr 3. Außerdem zu den 2 Kernfächern kommt immer das profilgebende Fach und das profilgebende Fach ist immer erhöht. Bei uns haben wir 3 verschiedene Profile im Angebot. Einmal das Europaprofil, da ist Geschichte erhöht. Dann haben wir das Zukunftsprofil. Da sind in Jahrgang 12 Biologie und Geografie erhöht und für Jahrgang 13 entscheidet ihr dann eins von den beiden, das ihr in der Abiturprüfung erhöht habt. Also das heißt, entweder Bio oder Geografie werden dann in Jahrgang 13 grundlegend. Und im Sportprofil ist Sport erhöht, aber auch Biologie und das durchgehend für den Fall, dass ihr euch verletzen solltet, damit ihr trotzdem noch eure Abiturprüfung ablegen könnt. Also wie gesagt, also 4 Fächer werden geprüft, 2 Kernfächer, das profilgebende Fach und ein weiteres Fach, um die 3 Aufgabenfelder abzudecken. Die Aufgabenfelder erkläre ich jetzt. Aufgabenfeld 1, sprachlich-musisch. Das ist sozusagen hier mit Deutsch, Englisch, Fremdsprachen, Kunst, Musik und DSP. Aufgabenfeld 2, gesellschaftswissenschaftlich. Da ist Geschichte drin, PGW, Geografie, Religion und Philosophie. Aufgabenfeld 3, mathematisch-naturwissenschaft, da sind Mathematik und alle Naturwissenschaften drin. Und dann gibt es Sport. Sport gehört zu keinem Aufgabenfeld. Würdet ihr jetzt das Europaprofil wählen, dann hättet ihr also mit dem profilgebenden Fach Geschichte schon Aufgabenfeld 2 abgedeckt. Dann
müsstet ihr noch zwei Kernfächer belegen, zum Beispiel mit Deutsch. Da hättet ihr auf jeden Fall das erste abgedeckt. Stellen wir uns vor, ihr wollt auf keinen Fall Mathematik im Abitur haben, dann würdet ihr hier vielleicht noch Englisch als zweite Fremdsprache haben, als zweites Kernfach. Und dann müsstet ihr mit dem vierten Prüfungsfach einfach aus diesem Bereich wählen, also Mathe, Bio, Chemie oder Physik. Und das wäre jetzt am besten, wenn ihr das einmal selbst ausprobiert. Das heißt, selbst mal überlegt, was würdet ihr, wenn heute schon die Wahl wäre für Abiturprüfungsfächer, welche Fächer würdet ihr wählen? Welche vier Prüfungsfächer? Das heißt, ihr haltet am besten kurz das Video an und probiert das selbst einmal aus. Schön, dass ihr es ausprobiert habt. So, das heißt nämlich auch, also wenn ihr einmal verstanden habt, wie ihr die Abiturprüfungsfächer wählen müsst und wie die sich zusammensetzen, dann wird auch klar, was die Profilwahl bedeutet. Nämlich mit der Profilwahl legt ihr eins der Fächer schon fest. Wenn ihr das Europaprofil wählt, dann ist Geschichte auf jeden Fall euer Prüfungsfach. Wenn ihr das Zukunftsprofil wählt, dann ist Biologie oder Geografie euer Prüfungsfach. Dafür entscheidet ihr euch in Jahrgang 12. Wenn ihr Sport wählt, ist in der Regel Sport das Prüfungsfach. Solltet ihr eine Verletzung euch zuziehen während dieser 2 Jahre, aufgrund derer ihr längere Zeit nicht Sportpraxis machen könnt, dann müsstet ihr an der Stelle auf Biologie erhöht umsteigen. Deswegen muss beim Sportprofil immer für die gesamten 2 Jahre Bio und Sport erhöht sein. Wenn ihr euch jetzt die Profile anschaut, sozusagen, handeln, also das Europaprofil ist unser Kurzname, handeln in Europa und von Europa aus, heißt das, das profilgebende Fach ist Geschichte, begleitet von Religion oder Philosophie und Kunst oder DSP. Und das Seminar hat dort 2 Stunden und wir haben unsere Profile so organisiert, dass immer in der Mitte des Halbjahres von 12 sozusagen gibt es eine intensivere Profilzeit und sonst gibt es punktuell Angebote, die speziell auf das Profil eingehen. Im Zukunftsprofil, das in Langform Leben 2030 heißt, da geht es um den Mensch im Spannungsfeld zwischen Umwelt und Technik. Deswegen auch diese Zusammenfassung von Biologie und Geografie. Erstmal beide auf erhöhtem Niveau, wovon dann erst in Jahrgang 13 eins downgegradet wird sozusagen. Und hier geht es darum, während sich sozusagen das Europaprofil um Zukunftsfragen auf Grundlage der Vergangenheit, der Geschichte stellt sozusagen, ist das Zukunftsprofil so, dass es sich über allgemeine aktuelle wissenschaftliche Themen und dadurch, also dafür die Zukunftsbedeutung von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und auch Geografie auseinandersetzt. Wenn ihr die Themen anschaut, Klima und Wetter, Auswirkungen von Ökosystemen und Nanotechnologie und so weiter, dann wird klar, in welche Richtung das geht. Im Sport- und Gesundheitsprofil Fit fürs Leben. Da geht es darum, dass sozusagen Sport im Zentrum steht, aber Sport nicht nur in seiner praktischen Bedeutung, sondern eben auch in seiner theoretischen Bedeutung. Das heißt, die Hälfte der Unterrichtszeit ist Sporttheorie. Und da geht es um Fairplay, Sport und Wirtschaft, Sport und Integration, Trainingswissenschaften und so weiter. Und da ist natürlich auch gerade, was die Trainingswissenschaften angeht, der Übergang zur Biologie an vielen Stellen auch sehr passend. Du musst also, wie gesagt, mindestens 3 Fächer auf erhöhtem Anforderungsniveau wählen. Automatisch ergibt sich das aus deinem Profil. Also im Europaprofil wäre Geschichte erhöht, im Zukunftsprofil wäre Biologie und Geografie erhöht und im Sportprofil Sport und Biologie. Dann musst du 2 der 3 Kernfächer erhöht wählen. Das heißt, Deutsch, Mathematik und eine Fremdsprache, die du schon länger lernst, also die mindestens im dritten Lernjahr ist oder wo du die Sprache sozusagen so gut beherrschst. Bei uns an der Schule sind das Portugiesisch, Türkisch und Englisch.
Und es gibt schulübergreifende Angebote in Hamburg, wo wir auch Schüler haben, die Arabisch, Polnisch, Russisch, Farsi und ähnliche Angebote wahrnehmen. Also wie gesagt, zwei der drei Kernfächer, also eine Fremdsprache, Deutsch und Mathematik sind die Kernfächer. Zwei davon musst du erhöht machen. Je nach Angebot der Schule kannst du auch mehr Fächer erhöht wählen. Das ist bei uns zum Beispiel, du könntest mehrere Fremdsprachen erhöht machen, wenn du dir zum Beispiel noch nicht sicher bist, welche du nachher im Abitur machen möchtest, dann ist es manchmal sinnvoll, mehr erhöht zu haben, weil upgraden kannst du immer, also downgraden kannst du immer, aber upgraden kannst du nicht mehr. Wenn du einmal in Jahrgang 12 ein halbes Jahr ein Fach grundlegend hattest, kannst du es nicht mehr in erhöht umwandeln. Umgekehrt geht es schon, ein erhöhtes Fach, wenn du zu viele erhöhte Fächer hast, darfst du runtergraden. Man sollte das aber auch nicht übertreiben, denn die Anforderungen sind härter, das heißt, man bekommt schwieriger gute Noten und es bringt dir im Abiturdurchschnitt keinen Vorteil, mehr Fächer erhöht zu haben. Das heißt, es wird nicht anders gerechnet. Die Oberstufe umfasst 4 Semester und es gibt drei Säulen der Fächer. Einmal die Kernfächer, hatte ich schon erwähnt. Dann gibt es deine Profilfächer, die sind fest zusammengebunden. Und es gibt dann noch Pflicht- und Wahlfächer, die du nach Angebot der Schule dazu wünschen kannst. Wenn in deinem Profil folgende Fächer noch nicht enthalten sind, musst du sie dazu wählen. Also du musst 4 Stunden Gesellschaftswissenschaften belegt haben. Das wäre im Geschichtsprofil erledigt, das wäre im Zukunftsprofil erledigt. Im Sportprofil müsstest du noch ein zweistündiges gesellschaftswissenschaftliches Fach dazu wählen, weil du dort nur 2 Stunden PGW hast. Naturwissenschaften musst du 4 Stunden belegen. Das wäre im Zukunftsprofil auf jeden Fall erledigt. In Europa müsstest du es auf jeden Fall wählen und im Sportprofil wäre es auch auf jeden Fall schon mit drin. Bildende Kunst oder DSP ist im Europaprofil schon fest vorgegeben. Bei den anderen Profilen musst du es dazu wählen. Religion oder Philosophie muss 2 Stunden belegt werden. Das heißt, egal welches Profil du hast, du musst ein ethisches Fach dabei haben. Und du musst Sport belegen. Wenn du alle, also wenn du dein Profil gewählt hast und das jetzt sozusagen auch abgedeckt ist, diese Belegauflagen, so heißen die nämlich, dann hast du den Rest der 34 Wochenstunden, die du belegen musst, als freie Auswahl. Und da sind vor allen Dingen die Schüler, die ihre zweite Fremdsprache schon erledigt haben, immer in der Pflicht, 2 Kurse, also 4 Wochenstunden extra dazu zu wählen, weil sich die noch nicht automatisch aus ihrer Verpflichtung ergeben. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, das selbst auszuprobieren und hier das Video anhalten. Also, welche Fächer würdest du mit wie vielen Stunden belegen? Wenn du jetzt sozusagen diese Vorüberlegungen gemacht hast, dann kannst du dir die Kurswahlzettel anschauen, die ich schon im Newsletter mit verteilt habe oder die du von deinen Klassenlehrern bekommen kannst. Wichtig ist, dass die Kurswahlzettel vollständig ausgefüllt bis zum 29. Mai bei euren Tutoren abgegeben sind. Sonst kann es sein, dass ihr zu Kursen zugeordnet werdet. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachdenken über eure Studienstufenwahl und freue mich, euch in der YouTube-Sprechstunde zu sehen.